Ja, schönen guten Abend, sehr verehrtes Publikum, liebe Anwesende hier im Saal und an den Bildschirmen, hier wie dort, herzlich willkommen, liebes Streaming-Publikum und liebes Saalpublikum. Ich möchte Sie alle begrüßen zu diesem Abend in unserer Reihe Sinn des Ganzen und freue mich außerordentlich, dass Professor Dr. Marilyn Addo heute bei uns ist, sowie unser Mitglied, der Schriftsteller Feridun Zaimoglu. Herzlich willkommen. Sinn des Ganzen bedeutet, wir nehmen das Ganze in den Blick, Stadt, Land, Fluss, die Gesellschaft und das, was uns verbindet, das Hier und Jetzt. Die Tatsache, dass wir alle uns diese Welt, ihre Freuden und Probleme teilen. Und woran ließe sich das besser diskutieren als an der ganz aktuellen Gegenwart mit ihrer weltumspannenden Situation, einer lebensbedrohlichen Ansteckungskrankheit namens Krone? Klingt erhaben, klingt ganz gut. Hat unser Dasein und Zusammenleben aber, wie wir alle wissen, in den letzten bereits knapp 2 Jahren grundlegend beeinflusst und verändert. Jede und jeder musste diese Erfahrung machen, egal wie er oder sie dazu steht, egal wo sie wohnt, in welchen Verhältnissen, egal welchen Geschlechts, welcher Abstammung, welcher Erscheinung, welchen Standes. Ist Corona also der große Gleichmacher? Oder sind auch hier wieder einige gleicher als die anderen? Welche Rolle spielen Privilegien in dieser Zeit? Und welche wären das? Wie steht es um die Nähe, die ja eine Kernerfahrung von Gesellschaften ist? Wie kann man sich als Teil von etwas Ganzem begreifen, wenn man sich über längere Zeit vornehmlich als solitär erlebt, allein, isoliert und auf Abstand? Wie setzt sich Wirklichkeit und Welt zusammen? An der Künstlerwerdung Feridun Zaimoglus, die er in seinem Text Mücken und Mongolen exemplarisch und meisterlich beschreibt, lassen sich viele dieser Fragen aufgreifen, beleuchten und diskutieren. Daher wollen wir drei diese Veranstaltung nun mit einer Lesung beginnen. Bitte schön, Feridun Zaimoglu. Danke. Ich grüße Sie herzlich. Mücken und Mongolen. An einem heißen Sommervormittag 1974 flog mir eine Fruchtfliege ins Auge und starb im Tränenwasser. Ich rieb sie auf den Fingerknöchel und starrte einäugig auf die schwarze Leiche. Sie war größer als ein Punkt und kleiner als ein Stecknadelkopf. Ich kam zu spät zur Schule und musste zur Strafe vorlesen. Das Auge tränte, die Buchstaben bekamen lange Hälse. Das obere Halbrund des scharfen S rutschte in den unteren großen Bauch. Der Kopf des Buchstaben G fiel ihm auf den Schaufelfuß und ich sah ein Tonzeichen. Das M ging auf Stelzen, das Z kippte hinüber, das L verzog sich zum hohen Mast. Ich wurde von der Frau Lehrerin gerügt, weil ich mich verlas. Der Klassenrüpel lachte höhnisch, Clara in der ersten Reihe zog ungehalten am Reißverschluss ihrer Federmappe. Ich war trotzdem berauscht, denn ich hatte das richtige Alphabet entdeckt. Die Buchstaben glichen ausgestopften Spatzen, die auf einer straff gespannten Schnur saßen. Sie täuschten die Starre nur vor. Man musste sich die Augen rot blinzeln und schon flogen sie auf oder landeten auf der niedrigen Schnur. Noch am selben Tag streute ich mir Pfeffer ins Auge und klappte ein Buch auf. Die Tränen tropften auf die Seiten, es brannte entsetzlich. Ich stürmte ins Freie, suchte und fand einen Fliegenschwarm, stellte mich hinein, ruckte mit dem Kopf hin und zurück. Es klappte. Es klappte in den nächsten Tagen, am besten spätmittags, wenn fliegenreife Birnen an Strauch und Fallobst auf der Wiese umschwärmten. Es war der Sommer meines Kinderglücks.
das herrliche Jahr, da Mückenbeine und Flügel in meinem Augenwasser schwammen. Der Klassenrüpel Bernhard nannte mich den Fliegenfresser. Er irrte sich. Ich war keine lauernde Eidechse. Clara, die Klassenbeste, roch nach Lavendel. Sie mied meine Nähe, weil sich in den Maschen meines burgunderroten Grobstrickpolunders die Mücken verfingen. Meine Mutter brachte mich zum Augenarzt. Er verschrieb mir Tropfen gegen die Überreizung. Er fragte sie nach Insekten in der Wohnung. Meine Mutter, eine sehr reinliche Frau, hätte ihm vor Zorn fast die Nasenspitze abgebissen. Zu Hause berief sie den Familienrat ein. Die Großmutter rührte erst die Zuckerwürfel in den Tee und sagte, der Bub ist nicht schwachsinnig, er liebt das Gesumm der Insekten. Mein Vater legte die Hand auf den Tisch, spreizte die Finger und knetete die Falten zwischen den Knöcheln. Er sagte, mein Sohn hat keinen Schaden, er sieht aber nicht gut aus, wenn er im Schatten eines Baumes an gärenden Äpfeln schnüffelt. Meine Mutter rief mich herein. Ich wurde getadelt, weil ich heimlich gelauscht hatte. Ich sollte den Grund für mein fliegenverliebtes Verhalten erklären. Ich sprach von der Raserei der deutschen Buchstaben, die nur ein lesendes Kind mit einem Insektenbein in der Tränenflüssigkeit bewirken könnte. Meinem Vater schoss sofort das Blut ins Gesicht. Er glaubte, dass ich nicht am Fall Obst roch und aber Pilze fraß. Ich musste versprechen, nicht mehr in Insektenschwärmen zu laufen. Die Frau Lehrerin setzte mich in die erste Reihe neben Clara. Ich durfte nicht mehr Löcher in die Luft starren. Clara stellte klar, der Rücken ihrer Federmappe auf der Schulbank markierte die Grenzlinie. Jeder blieb auf seiner Seite. Ich hatte die linken Ellenbogen an die Flanke zu drücken. Jede zufällige oder bewusste Berührung war unziemlich. Ich lernte deutsche Grammatik. Die Beugung des Zeitworts in der zweiten Personenmehrzahl in der Leideform der vollendeten Zukunft ermüdete mich. Ich sagte, ihr werdet geliebt werden. Clara sagte, ihr werdet geliebt worden sein. Und sie sagte die Möglichkeitsform Passiv Futur 1, damit ihr geliebt worden sein würdet. Ich konjugierte Verben und vergaß die Mücken. Einmal in der Woche rief meine Mutter meine Tanten im fernen Land an. Jede Tante ließ mich am Telefon einen kurzen deutschen Satz sagen, stieß einen Freudenschrei aus und empfahl mir, Sprosse für Sprosse die Leiter hochzuklettern. Welche Leiter? Sie meinen die Hochkultur, sagte Mutter. Und was tat ich, wenn ich auf der obersten Sprosse stand? Großmutter sagte, dann springst du auf das Dach und kehrst den Kamin. Ich verstand. Man musste den Mund schmieren und salben, denn die Rede verriet das Herz. Das bloße Angaffen von Buchstaben durch den Schmierfilm auf den Augen brachte mich nicht weiter. Die Eltern meldeten mich bei der Bücherei an. Eine strenge, schöne Frau mit Perlmuttspangen im Haar erklärte mir die Regeln. Stille, Benehmen, sauberer Arbeitsplatz. Speichelsprotzendes Schneuzen war untersagt. Bei Verdacht auf Schnupfen blieb man zu Hause. Ich nannte sie insgeheim Frau Finger auf den Lippen oder kurz Frau Finnlipp. Sie gebot uns Buben und Mädchen Schweigen im Lesesaal. Ich zog ein dickes Wörterbuch aus dem Regal, setzte mich an den Tisch am Fenster und begann zu lesen. Nach einer Woche hatte ich mich bis zum Buchstaben E vorgearbeitet. Frau Finlips Schatten fiel auf die Seiten. Sie bedeutete mir, ihr in den Vorraum zu folgen. Sie lobte meinen mönchischen Fleiß. Sie sagte, dass es beim Lesen nicht darum gehe, die Bedeutung der Worte zu erfassen. Der Leser müsste eine Geschichte folgen oder am besten eine kleine Zeichnung aus klangvollen Wörtern betrachten. Ich begriff nichts und nickte ernst. Sie gab mir einen dünnen Gedichtband
und bat mich, das Buch von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen. Ich las erst das letzte Gedicht auf der letzten Seite. Nichts geschah. Weder wucherten die Worte, noch verschmolzen sie zu Giftschlangen und bissen die Satzzeichen tot. Geduld, flüsterte Frau Finlip. Ich las alle Gedichte, bekam großen Hunger, aß draußen das Pausenbrot, ging wieder hinein, nahm mir den zweiten Gedichtband vor. Vormittags saß ich im Klassenzimmer, früh nachmittags machte ich übellaunig meine Hausaufgaben. Dann durfte ich mich mit den anderen Jungs auf dem Spielplatz an der Krüppeleiche prügeln. Meine Mutter betupfte die Hautrisse mit jodgetränktem Wattebausch und schickte mich anschließend zur Bücherei. Ich las nur noch Gedichte, ich wurde melancholisch. Bernhard sagte, wenn so weitergeht, beißt dich noch ein dummes Schaf. Clara versteifte sich nicht mehr neben mir. Sie konnte keine toten Fruchtfliegen an meinen Wimpern entdecken. Ich bekam, wie fast alle Arbeiterkinder, keine Empfehlung für das Gymnasium. Neue Kameraden, neue Lehrerin, große Schultafel mit Kartenhalter und Kreideablage. Die Frau Lehrerin war sehr hübsch. Sie hatte aber kinderfaustgroße Ohren. Deshalb wurde sie Frau Jumbo genannt. Sie legte den im Unterricht dämmernden Kindern die Spitze des Zeigestocks auf den Scheitel. Ich dämmerte oft. Meine Träume waren schlaffe Hanfsäcke, die ich mit Murmeln und Gedichtversen füllte. Frau Jumbo tippte mich an, verbot mir den Wachschlaf. Dann erschien eines Tages ein lebender Dichter im Klassenraum. Die Jungs feixten und ahmten Schnarchgeräusche nach. Die Mädchen staunten über seinen Bart, der das Gesicht zur Hälfte verdeckte. Er begann zu lesen und ich dachte wirklich, der Mann ist gesegnet. Ich füllte die Hanfsäcke mit seinen Worten. Er las eine Dreiviertelstunde und stellte sich anschließend den Fragen. Den Mädchen erklärte er seinen Alltag und den Unterschied zwischen Eingebung und Einfall. Die Jungs, sie wollten wissen, ob er vom Schreiben leben konnte. Mehr schlecht als recht, sagte er. Aber darum mache ich mir keine großen Sorgen. Ich muss nur manchmal darauf achten, nicht hinüber zu gleiten und verrückt zu werden. Wir verstummten, wir kannten es alle. Das dünne Häutchen, das sich verzog, weil eine Kraft daran zerrte und zupfte, die Augenblicke der mongolischen Starre, der Moment der Lähmung, ob der Angst, der Herzhitze, des Unglücks. Der Auftritt des Dichters war ein großes Ereignis. Ihm folgte eine Künstlerin. Frau Jumbo hatte sie als recht aparte Person angekündigt. Tatsächlich stand an der Tafel eine fahlhäutige in weißer Bluse und knöchellangem Rock. Sie zeigte ihre Bilder vor, flatternde Banner an zernagten Masten, Landschaft aus roten Kieseln und wogenden Zypressen, der Himmelsstrich verschwamm. Ich dachte wirklich, die Frau ist gesegnet. Je länger ich schaute, desto mehr fügte sich zusammen. Wie konnte ihr das nur gelingen? In ihrer Welt wollte ich mich aufhalten. Frau Jumbo lud einen Schauspieler, eine junge Regisseurin und einen Bildhauer ein. Sie sprachen von Hunger und Geldsorgen, von schlaflosen Nächten, in denen sie den Tag verwünschten, dass sie sich für die Kultur entschieden hatten. War das eine pädagogische Maßnahme? Wollte die Frau Lehrerin uns ermuntern, einen richtigen Beruf zu ergreifen? Fast alle eingeladenen Künstler waren Schulabbrecher. Ich verstand wirklich. Frau Jumbo schwor uns auf die Hochkultur ein und aber auch auf das Hochgefühl, den Überschwang, die Irritation, die Vergiftung durch Wortklang und die Schau eigenartiger Gebilde. Ich dachte, Rausch und Vernunft, verschmolzen zum Mischmetall, es wird mich schützen.
Ich war ein einfacher Schüler, der sich vor Unbehagen kratzte. Was stimmte nicht? Was stimmte nicht? Es gab in meiner Klasse die Streber und die Nieten und das mittlere Segment aus Jungen und Mädchen, deren Leistungen mit befriedigend benotet wurden. Ich saß neben Norbert in der vorletzten Reihe an der Wand. Er stach sich mit dem Zirkeldorn Muster in die Haut und ich schaute ihm dabei zu. Wir wollten ein Gedicht nicht so lange interpretieren, bis es einem zerstückelten Kadaver aus Versen glich. Wir wollten nichts von den Techniken wissen, mit deren Hilfe man einen blassblauen Himmel auf feinem Büttenpapier malte. Wir glaubten nicht daran, dass man zu einer Persönlichkeit reifte, weil man zu jedem Thema eine Meinung kundtat. Die Relativierung war die Pest. Immerzu ging es um den Kniff, den Trick, den Handgriff, den schnellen Zugang. Wir wurden in der Schule zu Schlaumeiern erzogen. Der Leitsatz des Schlaumeiers lautet: Ich muss nicht viel wissen, ich muss nur wissen, wo ich nachschlagen kann. Die Trickser und Scheinklugen verließen sich auf die Sekundärliteratur, auf die Gebrauchsanleitung, die jedem Gerät beilag. Sie feierten große Triumphe. Norbert und ich galten als unfitte Freaks. Ich floh zu Frau Finlepp. Ich las die Präpariersaalgedichte von Gottfried Benn, die Herbstgedichte von Trakl und Stefan George, die herrlichen Elegien von Ingeborg Bachmann. Diese Worte waren hochinfektiös, sie verkeimten mich. Im Lesesaal saß auch Maike, eine Mitschülerin, die Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Sie wurde deshalb von den Schlaumeiern gemieden. Zu ihrer aller Verdruss trug bei, dass sie in fast allen Fächern glänzte. Wir tuschelten miteinander, Frau Finlepp legte den Finger auf die Lippen und also gingen wir hinaus. Maike legte die Spielregeln fest. Sie war unbemannt glücklich, sie suchte keinen Freund, ich sollte nicht auf einen Sinneswandel setzen und ich sollte auch nicht hoffen, dass sie sich in mich verliebte. Das würde nicht geschehen. Gut, sagte ich, was willst du von mir? Im Auftrag ihrer Mutter lud sie mich nach Hause ein und wenig später saß ich am Küchentisch der Künstlerin gegenüber, die rote Landschaften malte. Sie zeigte mir ein Bild, eine Mongolin in die Ferne spähend, schreckensstarr. Das schwarze Haar in der Mitte gescheitelt, von den Haarspitzen tropfte dunkles Wasser, bildgewordene Worte. In den folgenden Monaten, immer am ersten und letzten Werktag, durfte ich bei Maikes Mutter zeichnen. Natürlich himmelte ich sie an. Sie konnte Linie und Schwung, Traumbild und Hyperrealismus. Was konnte sie nicht? Die Nasenflügel gerieten ihr auf dem Papier zu nüstern. Sie sagte, ein Flegel kratzt Striche und ärgert sich, dass ihm die Zeichnung nicht auf Anhieb gelingt. Schau erst genau hin, schau hin und greife dann zum Stift. Ich schaffte den Sprung von der Realschule zum Gymnasium. In der Klasse saßen propere Bürgerkinder. Die Jungs trugen Jeans mit Knielöchern, kifften sich blöde, schluckten Luft und rülpsten laut. Die Mädchen sprachen grundsätzlich mit lauter, hoher Stimme und nestelten dabei an der Zuchtperlenkette am Hals. Ich vertrat als einziger die Arbeiterklasse. Man erwartete von mir wilde Gebärden und einen genital betonten Jargon. Selbstverständlich waren sie alle ausnahmslos linksintellektuell. Sie glaubten, dass man das Arbeiterkind in seine Wildheit belassen müsse. Über Nacht reifte ich zu einem Rechten. Ich mochte es, wenn sie mich dem Gesindel zuschlugen. Ein Stuben-Stalinist unterstellte mir eine ungetrübt faschistische Gesinnung. Er schlug mich mit Argumenten und Beweisen. Vor den anderen Bürgerkindern drohte ich ihm Prügel an. Im Stillen bejammerte ich den Verlust meiner Unschuld. Meine Ansichten waren ideologischer Mauldreck. Mir fielen die Worte meiner Großmutter selig ein.
Wenn die Laus in den Grind kommt, so hebt sie den Hintern in die Höhe und wird stolz. In mir verfestigte sich die Idiotie eines jungen Mannskerls. Ich glich dem Kind, das Kriegerhymnen schmetterte. Also schwitzte ich innerhalb weniger Tage das Gift aus und hielt den Mund. Der Stalinist argwöhnte, ich könnte meine besonders perfide Taktik der Infiltration ersonnen haben. Rasse, Klasse, Parteilichkeit, alles Geschwätz. Worauf kam es an? Worauf? Bildung war Basiskost. Bücher lesen, unerlässlich. Benimm und Höflichkeit waren besser als Zucht und Ordnung. Was aber peitschte die Seele? Der Bruch mit der Etikette, mit der Form, mit der gängigen Methode. Was hatte die Künstlerin gesagt? Folgendes: Manifestiere die Traumgebilde. Ich verstand ihre seltsamen Worte zunächst als Aufruf zur Fleiß und Emsigkeit. Falsch. Ich übersetzte den Aufruf in meine Sprache. Halt die Schnauze, halt die Schnauze, vergeude dich nicht in Scharmützeln. Erlerne das Handwerk, erlerne das Handwerk. Bei Wortverknappung entsteht ein Gedicht. Wenn Worte versiegen, malt sich ein Bild von selbst. Ich traf mich mit Maike im Lokal ihrer Wahl. Maike legte los. Die Männer, sie seien Ideenriesen. Sie ertrugen es nicht, dass das Leben stärker sei als jedes Fremdwort. Deshalb griffen sie zu den Techniken der Verbrämung und Verklärung. Der Mann erkläre die Welt, wie er sie vorfinde, für untauglich und also verforme er sie nach der eigenen Anschauung. Ich hätte mich bis vor kurzem als rechter Prolet ausgegeben, um nun den netten Humanisten zu spielen. Nur Memmen machen falsche Angaben zu Person. Ich lebte in einer bürgerlichen Gesellschaft. Wollte ich ob meine Klassenzugehörigkeit ewig flennen? Nein. Glaubte ich, dass man in der Kunst nur durch Beißen einen Brocken für sich selbst abtrennen könne? Nein. Dann reiß dich zusammen, rief sie, drückte mir einen Kuss auf die Lippen und schob mich vor die Tür. Mein Mund glühte, meine Wangen glühten, mein Kopf glühte. Ich stellte das Jammern ein. Hintersinn, Hintergrund, Hinterland, Wortwerkzeuge des Mannes, der glaubte, den Wesenskern aus Stein und Schutt heraushacken zu können. Ich stellte das Hacken ein. In der Biologiestunde besprach ich mich im Flüsterton mit Norbert. Er sagte leise, am liebsten würde er mir den Zirkeldorn in die Stirn rammen, damit ich mit dem Gefasel aufhörte. Ich redete wirr daher. Ich war begeistert. Ich wusste nur nicht, was genau ich verstanden hatte. Man nannte mich einen durchs Dickicht tänzelnden Schrat. Ich paukte Englisch und Biologie, Deutsch und Philosophie und las Gedichte. Die begabten Bürgerkinder, sie klangen stets souverän und sie traten auf, als hätten sie 20 Arme und 20 Herzen. Sollte ich sie nachahmen? Sollte ich mich ihnen anverwandeln? Oft warf man mir ein unangemessenes Verhalten vor. Lag es daran, dass ich dramatisch wurde, statt die Passworte der Nüchternen und Verschanzten aufzusagen? Kühle statt Kühnheit, Schnörkel statt Ornament, Zwielicht statt Tageshelle, Blässe statt Kampfkraft. Ich sagte mir, vertage die Selbstzündung, verlege sie auf kommende Tage, beherrsche dich, beherrsche dich. Das tat ich mit einigem Erfolg. Die Hauptschüler im Viertel schimpften mich, ein schlau gewordenes Türkenkind. Ich aber war aus freien Stücken deutsch geworden. Das letzte Jahr in der Schule, Sturmes Brausen in der Hölle, durchhalten, das Desaster abwenden. Die ersten Gymnasiasten schmissen die Brocken hin. Norbert glaubte, er habe seine Jugend in der Lernanstalt verjubelt. Alles Zureden half nichts, er wollte nicht mehr.
Bei einer Mitschülerin entdeckte ich kleine Schnittwunden an den Unterarmen. Ein Klassenkamerad kratzte sich die Schläfen kahl. Ein Mädchen litt an kreisrundem Haarausfall, Ausfälle, Weinkrämpfe, Zusammenbrüche. Ich aß wenig, schlief schlecht, strich Salbe auf das pickelvernarbte Gesicht. Die Erlösung war nah, ich durfte nicht schlapp machen, Härte zeigen, sagten die Jungs. Die Mädchen trugen Goldgeschmeide, nagten im Eifer die Unterlippe wund. Die Körper schälten sich und splitterten, alles zerbarst, jeder war erschüttert und fast alle bestanden am Ende. Es folgten Tage und Wochen abklingender Inbrunst. Was tun? In Kiel bekam ich einen Studienplatz in Medizin. Ich paukte weiter, bis ich es nicht mehr aushielt. Viel zu lange hatte ich darauf vertraut, dass mein wahres Leben schon noch anfinge. Wenn nicht morgen, so doch übermorgen. Dann fiele der Himmel ein und kein Zaunstricken bliebe ganz. Der Wunschtraum eines Knilchs. Ich entsann mich der Worte der Frauen, die mich erzogen oder angeleitet hatten. Ich träumte von Mongolen, die Mücken umschwärmten. Ich schrieb mein erstes Buch und endlich, es begann. Danke. Danke sehr. Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen jetzt gerne Frau Addo kurz vorstellen, obwohl das wahrscheinlich nicht nötig ist. Sie sind für uns alle ein vertrautes Gesicht, eine vertraute Stimme durch Ihre große Medienpräsenz in den letzten knapp 2 Jahren. Frau Addo ist Professorin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und erforscht dort und im Rahmen des Forschungsbereichs neu auftretende Infektionserkrankungen am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung die Entwicklung von Impfstoffen gegen Viruserkrankungen. Frau Addo, wir haben es gerade auf beeindruckende Weise gehört, wie Menschwerdung und Spracherwerb doch, wie sehr die miteinander zu tun haben, wie sehr die Hand in Hand gehen. Und dabei spielt ja offensichtlich nicht nur eine Rolle, was, wie Feridun das so schön beschreibt, nicht nur die Worte der Frauen, die mich erzogen und angeleitet haben und auf die man sich besinnen kann, also nicht nur das, was man lernt, sondern eben doch auch das, was einem in die Wiege gelegt wurde. Wenn Sie heute darauf schauen, wer Sie heute sind und was Sie heute tun, auch beruflich, wie viel oder was ist Ihnen in die Wiege gelegt worden? Das ist eine ganz interessante Frage. Also ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und ich bin noch im Bann dieses wirklich beeindruckenden Lesung. Uns verbindet ja eine nicht ganz deutsche Herkunft, sage ich mal so. Und was ist mir mit in die Wiege gelegt worden? Also mein Vater ist ja damals als einer der ersten Stipendiaten nach Deutschland gekommen, um Medizin zu studieren und hat auch da ein bisschen sich auf die Suche begeben. Eigentlich wollte er Zahnarzt werden, aber da gab es keinen Studienplatz und dann hat er Pathologie gemacht. Das ist ja so das Studium des Toten und ist dann Urologe geworden. Also ich weiß immer noch nicht genau, wie diese Kurve gemacht wurde, aber im Grunde genommen ist das ja jemand gewesen, der sich aufgemacht hat. Der hat Mut bewiesen, sein Land zu verlassen, aufzubrechen nach Deutschland und hat versucht. Er kam aus Ghana. Aus Ghana, genau. Also Ghana ist ja ein Land, das erste Land unter der Sahara, das unabhängig geworden ist. Und dann hat halt das Land seine schlauen Köpfe in die Welt geschickt, um also Ausbildung war immer schon groß geschrieben in Ghana und Ghana ist auch immer heute noch ein Land, das sehr gute Ausbildungsmöglichkeiten hat. Also ich erinnere nur an Kofi Annan, unseren UN-Chef vor einigen Jahren. Und also ich glaube, dass beide meine Eltern, also mein Vater hat den Sprung von Ghana nach Deutschland gewagt. Meine Mutter kommt aus einem kleinen Dorf in der Eifel.
Also da habe ich auch ganz, ganz viel wunderbare Ferien verbracht. Ich kann Traktor fahren, das konnte ich schon mit 14. Und ich habe Ernte gemacht und Rüben. Also das ist die andere Seite. Beide Eltern haben sich aufgemacht. Meine Mutter mit 15 ist vom Dorf in die Stadt gezogen, hat da eine Ausbildung gemacht. Und ich glaube, so dieses, ich traue mich Neues zu entdecken. Das ist sicherlich von beiden meinen Eltern mir in die Wiege gelegt worden und auch das Internationale. Ich glaube, wenn man einmal diese über Grenzen gehen, das mitbekommen hat, ich habe natürlich auch meine Kindheit in einem sehr internationalen Umfeld erlebt. Das waren viele Studenten aus Ghana und aus Afrika, die ein- und ausgingen. Ich bin auf eine englische Schule gegangen, also mit 4 in den englischen Kindergarten, dann mit 5 in die englische Schule, weil der Plan eigentlich war, nach Ghana zurückzugehen. Also insofern das Internationale und Neugierige und die Welt kennenlernen ist mir sicherlich mit in die Wege gegeben worden. Das Neugierigsein, das gehört ja auch zur Forschung dazu. Also ich finde, ich habe das Bild von Forschung, gerade in dem Bereich, den Sie gerade erwähnten, neu auftretende Erkrankungen ist ja immer etwas, also gerade jetzt auch in dieser jetzigen Situation, es ist ein total neuer Erreger und es ist ein bisschen wie ein Schneefeld, auf das man die ersten Schritte so gehen kann, also wenn man halt Schritte in den Schnee macht. Also dieses Neugierige und das neue Erleben habe ich sicherlich mit in die Wiege bekommen, habe das dann selber in meiner Biografie wahrscheinlich auch so gelebt. Ich war ja ein Jahr in Frankreich und dann fand ich das so toll und bin dann direkt von Frankreich in die Schweiz, in ihr Heimatland gegangen und habe da auch ein ganz tolles Land erlebt und meine Doktorarbeit dort gemacht und dann erst noch mal in Deutschland meine Ausbildung abgeschlossen. Darf ich das kurz fragen? Sie waren ja in Lausanne, also in der französischsprachigen Schweiz. Haben Sie auf Französisch Ihre Doktorarbeit geschrieben? Das war interessant. Ich habe also meine Doktorarbeit in Lausanne mit den französischen Kolleginnen und Kollegen erarbeitet. Aber ich hatte ja einen Deutschen, dadurch, dass ich meine Doktorarbeit in Deutschland eingereicht habe. Der deutsche Doktorvater konnte kein Französisch und der französische konnte kein Deutsch. Deswegen habe ich es auf Englisch geschrieben. Also insofern hat sich das ganz gut ergeben. So. Ja, und dann habe ich ja noch ein Jahr in London verbracht und habe dort eine Zusatzausbildung gemacht und das truppenmedizinische Diplom und einen Master gemacht. Und dann hat es mich nach Amerika gezogen. Also ich glaube, das ist mir schon früh mit in die Wiege gelegt worden. Also dieses Neugier, Aufbruch und das passt wahrscheinlich auch zu dem Feld, in dem ich mich gerade bewege. Sie waren ja ganz schön lange auch in Amerika und ich habe jetzt gehört, Sie haben schon als Kind Englisch gesprochen, auch zu Hause. Jetzt sind Sie in den letzten Jahren schon fast, sind Sie eigentlich eine Stimme geworden als Forscherin, die uns die ganze Zeit erklären soll, was eigentlich los ist. Also Sie müssen eine Sprache finden, um der Gesellschaft mitzuteilen, woran sie ist, was jetzt ist und am besten auch gleich noch, wie es weitergeht. Die Sprache, in der Sie forschen, ist wahrscheinlich Englisch oder ist das hier in Hamburg Deutsch? Also es ist schon so, dass wir in Deutschland hier im Labor schon auch als, ich sag mal, in meinem Labor sprechen wir weitestgehend Deutsch. Wir haben ab und an auch mal Masterstudenten oder Doktoranden, die Englisch sprechen oder die Arbeitsgruppe, die ist ja physisch am Truppeninstitut und da kommen auch alle E-Mails auf Deutsch und auf Englisch und alle Seminare sind auf Englisch, also das geht relativ fluide hin und her und natürlich alle Papers, also alle Publikationen oder die meisten Publikationen werden auf Englisch veröffentlicht. Genau. Und wenn wir jetzt nochmal diesen Punkt der Sprachfindung aufnehmen und sagen, Sie sind jetzt als Forscherin, also so stelle ich mir das vor, als Medizinerin sind Sie es gewohnt, mit Patienten zu sprechen, als Forscherin vielleicht nicht unbedingt. Plötzlich in der Situation, dauernd gefragt zu werden, dauernd erklären zu müssen, dauernd die richtige Sprache, die richtigen Worte zu finden. Ich stelle mir vor, dass das recht unvermittelt geschah. Wir waren ja alle nicht vorbereitet auf die Situation. Nee, das stimmt. Also Sprache ist ja ein Instrument der Kommunikation. Es gibt so viele andere Wege der Kommunikation, aber das ist natürlich ein wichtiges gewesen und ist auch ein wichtiges gewesen in der jetzigen Situation. Für mich war es jetzt, also das, für mich war es nicht das allererste Mal, dass ich mich mit diesem Thema, also Medienpräsenz erklären,
beschäftigen musste, weil wir ja schon auch in Hamburg hier den ersten deutschen Ebola-Patienten behandelt hatten. Und da hat es mich tatsächlich, gefühlt war es ein Tsunami, weil da war ich nicht drauf vorbereitet. Also ich kam sehr verträumt aus 14 Jahren Amerika in so einem Elfenbeinturm geforscht und es war sehr schön. Und dann kam ich hier in Hamburg an und da habe ich noch gedacht, auch ein neues Thema ist neu auftretende Erkrankungen. Vielleicht musst du dich da mal mit Medientraining beschäftigen. Und dann, bam, war dann der erste Patient schon bei uns. Und dann war es ein bisschen Learning on the Job. Also insofern, da habe ich eigentlich so, sagen wir, eine Feuertaufe bekommen. Deswegen fand ich mich dieses Mal ein bisschen besser vorbereitet. Obwohl natürlich, ich glaube, so die gesellschaftliche Erinnerung ist sicherlich eine andere, weil es halt diese, auch wenn Ebola über die mehrere Wochen die Frontpages der Zeitungen auch beschäftigt hat, aber es hat halt uns und unser eigenes Leben nicht so dramatisch betroffen. Und das war jetzt schon mal eine neue Erfahrung. Und Kommunikation ist sicherlich etwas gewesen, was in dieser Pandemie enorm wichtig war. Und ich glaube, das müssen wir auch, wenn wir denn endlich mal postpandemisch sind, wir sind ja noch sehr tief drin in der Pandemie, aber wenn wir dann halt in eine andere Phase eintreten, auch nochmal aufarbeiten müssen. Und ich glaube, auch gerade die letzten Wochen haben wieder gezeigt, Kommunikation, was zu welchem Zeitpunkt, wie kommuniziert wird, ist sehr bedeutend gewesen im Umgang mit dieser Situation und hat halt auch beigetragen zu schwierigen Situationen in der Gesellschaft. Also das, es ist sehr viel Verunsicherung da, es ist viel Misstrauen da und da müssen wir nochmal genau hinschauen, wie wir Sprache wo eingesetzt haben. Sprache wurde ja nicht nur im gesprochenen Wort, also ich habe sicherlich versucht, auch mit der Unterstützung unserer tollen Unternehmenskommunikation, und ich habe zwei Mitarbeiterinnen hier im Saal, haben wir versucht, den Beitrag zu leisten, dazu zu erklären, vielleicht auch Angst zu nehmen, also weil Angst ist ja auch ein großes zentrales Thema gewesen und ist immer noch, das war damals bei Ebola auch so, war große Angst. Und ich habe jetzt auch viele, ich würde jetzt mal sagen, das ist meine dritte große Pandemie, also HIV/AIDS war auch Angst, Stigma, Ausgrenzung. Ebola, Angst, Stigma, Ausgrenzung. Corona war auch am Anfang viel Angst und es ist jetzt auch noch viel Angst. Am Anfang war es das chinesische Virus und zwar auch viel Ausgrenzung da. Und jetzt ist in der Gesellschaft auch eine große Spaltung, die sich halt um ein Thema, das Thema Impfung und Nichtimpfung halt dreht. Da spielt Kommunikation auch eine große Rolle und es ist schon nicht ganz einfach. Also. Sie haben ja gerade sehr schön diesen Unterschied jetzt zum Beispiel mit Ebola und jetzt mit Corona beschrieben. In dem einen Fall, wo man gesagt hat, das war nicht wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem, wurde jedenfalls nicht als das wahrgenommen. Jetzt sind Sie ja auch Teil dieser Krise. Sie sind ja gleichzeitig die Expertin, die es uns erklären soll, am besten auch noch sagen, was muss ich tun, damit ich es überlebe? Das möchte jeder Einzelne genau von Ihnen wissen und zwar zuverlässig. Und in drei Worten am besten. Genau, in drei Worten, in eindeutigen, klaren. Alles wird gut. Genau, das dann aber so, dass ich es dann auch glauben kann, wenn ich ganz panisch bin. Aber Sie sind ja nun auch ein Teil dieser Gesellschaft. Sie sind auch ein Teil dieser Krise. Sie sind drin, also Sie müssen immer gleichzeitig drin und draußen sein. Also meine Frage wäre nochmal vielleicht jetzt auch dann an Feridun und an Sie, wie kommunizieren wir in Krisenzeiten? Alles wird gut. Jede Impfung zählt. das ist natürlich das Bedürfnis in der Zeit großer Verunsicherung ist, klare Ansagen zu bekommen. Und ich glaube, das ist sicherlich auch etwas, was wir noch aufarbeiten müssen. Also erstmal haben sich ja die Grenzen verwischt zwischen Wissenschaft und Politik und wer hat eigentlich welche Rolle. Das hat sich, glaube ich, so vermischt. Es gab Expertenbattles und es hat sicherlich der ganzen Situation nicht unbedingt gut getan. Also weil es hat sowohl zum Vertrauensverlust in der Wissenschaft geführt, die Politik ist sowieso immer alles schuld und diese Verquickung war, glaube ich, schwierig.
Aber das, je mehr Angst da ist und je mehr Verunsicherung, desto klarere Ansagen möchte man haben, geht es jetzt rechts rum oder geht es jetzt links rum. Aber man muss ja auch sehen, dass halt auch die Wissenschaft halt vor einem neuen Virus stand, wo am 1. Januar 2020 erstmal eine neue Sequenz eines Erregers da war. Und da, wir haben ja quasi die Daten entwickelt mit der Zeit, in der alle nach Wissen oder Erkenntnis gedürstet haben. Und oft ist es halt, die Wissenschaft ist nicht immer schwarz und weiß. Also das sind Daten, werden generiert und die werden interpretiert. Sie wurden zum Teil von verschiedenen Leuten verschieden interpretiert. Und ich glaube, so dieses Verständnis dafür, was kann Wissenschaft und was kann es nicht oder wie kann man es, wie muss man es verstehen, das müssen wir, glaube ich, noch mehr, dafür müssen wir mehr sensibilisieren. Hier in Hamburg gibt es eine ganz tolle Initiative, meiner Meinung nach, dafür, die das halt versucht, Wissen und Wissenschaft und Wissen und Gesellschaft zusammenzubringen. Und zwar macht die Uni Hamburg eine Reihe, die nennt sich Wissen vom Fass, wo halt man in Kneipen sich trifft und dann spricht der Astrophysiker über, was er macht, über am Bier an der, in der Kneipe oder der Klimaforscher oder die Klimaforscherin oder die Ozeanografie-Expertin. Und ich glaube, wir müssen mehr Dialog haben, Begegnung, wie wir es jetzt heute auch haben, um einander besser zu verstehen. Das ist, glaube ich, ein großes Problem gewesen, dass, glaube ich, die Erwartungen zum Teil zu groß waren. Und dann ist natürlich auch noch die Rolle der Medien war eine wichtige, und auch die Art von Medien, die wir haben, also jetzt gar nicht mal nur halt Fernsehen oder Print, wir haben ja diese ganz neue Sphäre der Social Media, wo halt einfach unheimlich viele Informationen auch abrufbar waren und die Leute sind von dieser Infodemie überfordert. Ich bin davon überfordert. Ich bin sogenannte Expertin. Also, weil man kann, glaube ich, für jedes Argument, das man machen möchte, findet man im Internet mindestens ein YouTube und mindestens ein Twitter und irgendwas auf Instagram. Also es ist, glaube ich, etwas, diese Frage, wie kommunizieren wir in der Pandemie, das müssen wir nochmal aufarbeiten. Was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen und wie kommunizieren wir in der nächsten Krise, sei es eine infektiöse Pandemie, sei es die Klimakrise, was auch immer, wie kommunizieren wir da effektiver? Ich möchte gar nicht werten, besser oder nicht besser, aber Kommunikation hat nicht nur dazu beigetragen und Sprache hat nicht nur dazu beigetragen, dass Menschen sich sicherer fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie wissen, welche Entscheidungen sie getroffen hat, also treffen sollen. Und da müssen wir nochmal hingucken, was wir da versäumt haben. Aber jetzt so ein Punkt, jetzt Welterklärerin war, glaube ich, mein Stichwort. Vielleicht habe ich das auch nur gedacht, als ich Ihnen zugehört habe. Aber Sie haben uns erzählt, was Sie sozusagen mitbringen, wie Sie ins Leben und vielleicht auch in den Beruf gestartet sind, ausgestattet mit einem internationalen Background, mit dieser Neugierde, aber auf Ihre Forschung. Aber dass Sie an diesem Punkt kämen in Ihrem Leben, dass Sie eben zur Welterklärerin werden, damit hatten Sie ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt gerechnet. Nee. Das gibt es eine ganz einfache Antwort. Nein, habe ich nicht. Aber ganz ehrlich gesagt, ich mache ja auch jetzt häufig, bin Mentorin für Nachwuchswissenschaftlerinnen und muss ganz ehrlich sagen, alle 5-Jahrespläne waren anders, als ich sie gedacht habe. Und hätte mir jemand halt am Anfang meines Studiums gesagt, dass ich heute mal in der Akademie der Künste sitzen würde und eine solche schöne Begegnung haben würde oder auch Professorin wäre, das hätte ich nie gedacht. Ich habe angefangen mit einer ganz anderen. Ich habe früher sehr viel Jugendarbeit gemacht, ich habe Kunstturnen gemacht und habe eine Jugendgruppe geleitet in der katholischen Jugend und wollte Kinderärztin werden. Und dann habe ich gedacht, ach, Kinder, muss ich zu viel mit den Eltern machen. Dann habe ich gedacht, Mensch, ich hätte gern was halt nicht nur krank ist, sondern auch was gesund ist und ein bisschen Chirurgie. Und habe gedacht, Mensch, Gynäkologie ist super, da kann man ein bisschen operieren, hat man ein bisschen Entbindung, schön, also was Normales, nicht Krankes und halt dann auch was Krankes, aber das zu viele Frauen. Also, zu viele Eltern, zu viele Frauen. Ja, genau. Jetzt haben Sie ganz viele Infektionen, ganz viele Erreger. Also insofern ist es nicht überraschend. Also ich habe, glaube schon auch so eine gewisse Portion Humor und auch Selbstironie. Und wenn Sie mich fragen, haben Sie sich das vorgestellt? Das habe ich mir niemals so vorgestellt. Aber das gab es auch schon an vielen anderen Orten,
also anderen Weichenstellungen in meinem Leben. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich 14 Jahre in Amerika leben würde und dass da meine Kinder geboren werden. Hätte man jetzt das vor 20 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, du spinnst, was soll ich in Amerika? Aber ja, das kann ich mir alles total gut vorstellen. Aber ich stelle mir die Schwierigkeit eigentlich davor, Sie untersuchen, Sie haben es ja gerade gesagt, Sie haben diesen Virus untersucht und gleichzeitig sollten Sie auch schon erklären, was ist. Also während Sie versuchen, etwas rauszufinden, sollen Sie auch noch gleich das große Bild zurechtrücken, die Welt retten und uns alle. Also diese Doppelung von selber forschen und gleichzeitig erklären müssen, die ist ja schon enorm und die läuft ja eigentlich in Echtzeit, jetzt schon eine ganze Weile. Ja, allerdings habe ich mich nie als Welterklärerin gesehen und bin ja auch deswegen ja auch immer nur auf einem sehr schmalen Grat gegangen. Also ich habe halt immer versucht, auch das haben wir auch im Team zusammen so auch strategisch so gemacht, oder sagen wir so, es ist auch mein Bedürfnis. Ich habe versucht, immer nur etwas zu sagen zu einem Thema, wo ich was zu sagen habe oder wo ich das Gefühl habe, da kann ich was beitragen. Also natürlich kann man mich nach meiner Meinung fragen. Ich habe viele Meinungen, aber sie alle haben Meinungen. Aber das hilft ja in dem Moment nicht weiter. Also das ist ja eine Kakophonie von Meinungen. Und ich hatte halt meinen Auftrag und ich bin ja Professorin. Sie alle bezahlen mein Gehalt. Sie sind öffentlich finanziert. Und das finde ich, es gehört zu unserem Auftrag dazu, einen Beitrag zu leisten in dem Bereich, wo wir das Gefühl haben, wir können einen Beitrag leisten und haben es zu sagen. Deswegen, ich habe einen sehr kleinen Teil des Weltbilds versucht zu erklären und deswegen bin ich auch still bei Themen, wo ich das Gefühl habe, das ist ein politisches Thema, da habe ich eine persönliche Meinung zu, aber ob die jetzt in einer Talkshow Platz hat, das ist nicht meine Entscheidung, ist dann, ich versuche dann halt eher zum Beispiel fürs Bundesgesundheitsministerium Totimpfstoffe zu erklären in einem TikTok oder man kann sich das ja ein bisschen aussuchen, wo man das Gefühl hat, dass man Impact hat auch. Also dieser Punkt, den Sie gerade beschreiben als Professorin, Sie haben auch das Wort Auftrag gerade benutzt, also Sie empfinden diesen gesellschaftlichen Auftrag, den Sie haben, der Schriftsteller Feridun, ein alter Vorwurf an die Schriftsteller ist, warum seid ihr nicht politischer, warum äußert ihr euch nicht mehr, warum äußert ihr euch nicht aktueller, am liebsten auf Twitter die ganze Zeit und zu allem und habt eine klare Meinung oder eben auch erklärt uns mal, was Sache ist oder ordnet das zumindest ein. Ich habe mich immer damit schwer getan, auf der Grundlage der Tagesmeldungen mich so zu justieren, dass ich dann dazu eine Meinung habe. Und wenn ich mir die Talkshows, jedes Mal schalte ich aus, den Fernseher aus, wenn ich eine Talkshow sehe, wenn ich mir das da anschaue, dann hat sich schon, glaube ich, einiges geändert. Früher hatte man eine Vorstellung von Politik, heute politisiert man. Heute blödelt man rum. Heute muss man alles sozusagen ein bisschen relativieren. Und den Schriftstellern ist sowieso nicht zu trauen, aber ich bin gerne bereit, festzustellen, dass ich an mir arbeiten muss, wenn es um Präzision geht. Ich bin ja sehr, all die ganzen Jahre, die ich jetzt die Schriftstellerei mache, die 26 Jahre, sehr gerne in gärenden Milieus unterwegs. Da ist etwas, was nicht unbedingt medial vertreten wird, was nicht selten gezeigt wird. Können Sie uns ein Beispiel sagen? Naja, es sind jene, die dann heute in den Medien immer negativ dargestellt werden, jene Menschen, die sagen, wir sind, dieser Staat ist nicht unser Staat, dieser Staat, es sind Tausende und Abertausende, mit diesem Staat wollen wir nichts zu tun haben, wir wollen uns abwenden, es sind all jene, die man ein bisschen auch verlächerlicht, es gab mal einen Begriff für solche Menschen, Modernitätsverweigerer. Man sagte dann, naja, die sind irgendwann falsch abgebogen und in Zusammenhang mit dem Impfstoff, in Zusammenhang mit den Impfungen wird oft
über diese Menschen, und das ist nämlich die Frage, wer sind sie? Und da stößt man auf viele verschiedene Menschen, wird aber über sie so seltsam gesprochen. Wenn man sagt Präzision, dann stelle ich in diesen sogenannten gärenden Milieus unserer Zeit, ich tauche nur ein, wer bin ich denn? Ich bin ein Medium oder ich bin einer, der zuhört, ich erzähle dann, ich will eine Geschichte schreiben. Was denkt ihr darüber? Wenn ich da sozusagen eintauche, als einer, der als ein Aufnahmegerät für die Geschichten, die diese Menschen erzählen, dann stoße ich immer wieder auf folgendes Wort, Menschenerziehung. Menschenerziehung, ich bin ganz anderer Meinung, aber meine Meinung zählt ja nicht, dann würde es zu Mord und Totschlag geben. Ich bin für die Impfung, ich hochlebe die Wissenschaft, hochlebe die wissenschaftliche Arbeit. Nur ich will das verstehen, ich tauche da ein und es ist tatsächlich so, man spricht vom Staatsfernsehen in diesen Milieus, man spricht davon, dass man, was Impfung anbetrifft, die Menschen erziehen will, man taucht, also es sind, wir sprechen ja von Worten, ja. Wir sprechen von Schlagworten, wie im wahrsten Sinne des Wortes, wir sprechen auch von vergifteten Worten und da von einer, ich stoße auf eine solche Aggression in Zusammenhang mit Impfung, in Zusammenhang mit Corona. Es ist ja, also das nur ein bisschen tröpfelt sozusagen so, dass das im Fernsehen kommt, in den sozialen Medien vielleicht mehr über die Trolle. Aber man spricht immer von der Polarisierung, aber ich stoße auch auf eine ganz andere Sprache, auf eine Sprache, in der es nicht darum geht. Ich habe Sie zum Beispiel gefragt, ob ich jetzt zur Boosterimpfung gehen soll oder nicht. Ich habe 4 Monate oder 5 Monate, da soll ich nicht. Sie haben einen Ratschlag gegeben, den ich beherzigen werde. Und das ist wunderbar. Aber in diesen ganzen Milieus geht es darum, wir wenden uns davon ab, weil man uns bekehren will. Also da ist die Rede von Bekehrung, von Menschenerziehung, da ist die Rede, dass sie sich nicht zwingen lassen wollen, da ist die Rede von, eben plötzlich wird Wissenschaft zur Politik. Es geht um Impfung, aber nein, in diesen Milieus geht es darum, dass die Menschen sagen, was für mich auch unfassbar ist, unfassbar, dass man sich nicht manipulieren lassen will. Okay, jetzt nur zum Verständnis. Ich hatte gefragt, empfinden Sie auch so etwas wie einen gesellschaftlichen Auftrag? Sie sind freier Schriftsteller, Sie sind nicht wie Frau Addo sozusagen von der Gesellschaft bezahlt. Empfinden Sie so etwas wie einen gesellschaftlichen Auftrag? Und wäre das der, dass Sie sagen, ich möchte denen eine Stimme geben, die nicht im Fernsehen vorkommt? Nein, wer bin ich denn? Ich bin doch ein Kieler. Also ich hocke in meiner Stube. Aber was, und Sie meinen doch die gärenden Milieus, genau, wie Sie sich was ich begeben. Mache, also ich bin nicht, ich habe keinen Missionsauftrag. Ich bin auch nicht irgendeine Stimme, also die Stimme von einer Population. Nur ich finde, ich habe das immer so gehalten, dass ich nicht zu denen hingehe, die sowieso schwer in Ordnung sind, mit denen ich mich gut verstehe, sondern die interessanten Geschichten, die hässlichen Geschichten, also deshalb spreche ich von gärenden Milieus. Es ist, in diesem Zusammenhang von Auftrag zu sprechen, ist vielleicht zu viel, aber es ist für mich immer interessanter gewesen, da zu gehen, wo es ein bisschen dunkler ist, dazu hinzugehen, wo ich auf Menschen stoße, die Geschichten erzählen und diese Geschichten stehen nicht in den Zeitungen. Das ist für mich nicht ein Auftrag, aber ganz persönlich, wirklich, ich überhebe mich nicht, Schriftsteller sind keine, die Zeit der investigativen Intellektuellen ist längst vorbei. Ich bin ein Schreiber, der seine Geschichten schreibt und ich persönlich finde es interessanter, mich dort also umzutun. Ich habe ja nur das, was Sie dort finden, sprachlich, habe ich jetzt nur gehört von dem, was Sie uns eben referiert haben. Und diese Worte oder diese Begriffe,
oder auch diese Ansichten, die kenne ich alle, obwohl ich mich überhaupt nicht gerne in diesen gärenden Milieus aufhalte. Im Gegenteil, ich würde eigentlich gerne damit nichts zu tun haben. Ich habe das natürlich in feine Worte übersetzt. Ich werde einen Teufel tun, hier vulgär zu sein oder unzüchtige furchtbare Worte in den Mund zu nehmen. Das sind also übersetzte Worte gewesen, die wir alle verstehen. Ja, also für mich waren es gar nicht übersetzte. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das genau so alles schon gehört. Ja. Und ich lese auch diese, also ich habe nicht das Gefühl, dass es nicht in den Zeitungen vorkommt, aber das mag sein, dass ich da vielleicht diese Wahrnehmung habe. Kann man diese Unterscheidung denn treffen? Gibt es sozusagen die sinnstiftende Erklärung der Wissenschaftlerin, von der wir das alle hören wollen, also ein Teil der Gesellschaft hören möchte? Gibt es das gärende Milieu, das sagt, weiche von mir, erzieh mich nicht, versuche nicht, mich zu beeinflussen? Hochlebe die Nüchternheit. Ich hochlebe die Wissenschaft. Hochlebe die Forschung. Und es lebe der Zweifel und nicht das Dogma. Und die dogmatische Vorstellung vom Leben, das sage ich, auf diese Vorstellung stoße ich immer und immer wieder. Ich, also es ist jetzt die Rede von, Sie haben gesagt, Sinnstiftung. Und wenn Sinnstiftung, also ich höre in diesen Monaten sehr gerne auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, dass da auch eine gewisse Uneinigkeit herrscht, aber das liegt im Wesen der Wissenschaft. Und das ist für mich wunderbar, weil es nicht um eine Meinung geht oder nicht um ein dogmatisches Verständnis. Das ist halt die große, also man verwechselt das. Das ist ein Riesenirrtum. Die Wissenschaft ist nicht dafür da, Sinn zu stiften. Die Wissenschaft, wie großartig ist das denn? Tödliches Virus, aber so schnell ein Impfstoff, das ist doch, also man könnte auch mal das abfeiern. Man könnte auch sagen, Donnerwetter, das hilft doch, das ist doch großartig. Was will ich mit Sinnstiftung? Ich kann doch einfach, ich vermisse ein bisschen die Nüchternheit. Ich verstehe. Wo vermissen Sie die? In der Vermittlung, in der Beratung, im Gespräch, also auch darüber, wie man über das Virus spricht. Ich sehe wohl, dass man nicht immer in Zimmerlautstärke darüber reden kann. Ich sehe wohl, dass es um Leben und Tod geht. Und ich spreche als einer, dessen 88-jähriger Vater an Corona mit schwerem Verlauf erkrankt ist. Und dem Allmächtigen sei Dank, er hat es überlebt, aber er schläft und schläft und schläft. Und ich rede als einer, der jetzt nicht einfach so hier sitzt. Und ich habe auch in der Familie, nicht nur ihn, ziemlich schwere Zeiten hinter mir. Aber das sage ich hier, das berechtigt trotzdem sage ich, ach, ein sanfter, ein undramatischer, ein nüchterner Ton. Und wenn es welche Leute gibt, an die ich mich halte, dann sind es Wissenschaftlerinnen. Frau Addo, können Sie diesen Vorwurf, falls man das einen Vorwurf nennen darf, verstehen? Es ist interessant, dass der Schriftsteller, wir haben einen Text gehört des Schriftstellers, wo er sagt, da streut sich einer, wenn er gerade keine Mücke zur Hand hat, streut er sich Pfeffer in die Augen, um sozusagen seinen Blick zu verschwimmen zu lassen, um das zu sehen, was er sieht, also um eigentlich wahr zu sehen. Plädiert jetzt aber für den nüchternen Blick. Das ist interessant. Das ist ja eigentlich Ihr Metier, der nüchterne Blick. Können Sie diesen Vorwurf verstehen? Also ich kann den Vorwurf oder die konstruktive Kritik verstehen. Ich nehme die mir persönlich nicht an, weil das ist eigentlich mein Credo gewesen. Also nochmal zu dem Thema Beitrag und Auftrag. Das hört sich jetzt so an, als ob das mein Job ist für den Steuerzahler. Ich bin natürlich begeistert von dem, was ich mache und habe natürlich eine hohe intrinsische Motivation auch, weil
halt, es gibt halt außer, ich beschäftige mich mit Impfstoffen, und es gibt außer sauberem Wasser in der Welt keine andere Gesundheitsintervention, die jetzt, das ist mal ganz abgesehen von Corona, so viele Leben gerettet hat wie Impfung. Und das ist, das habe ich auch immer im Blick, diese ganze negative Diskussion über Impfstoffe und diese Polarisierung, die ist auch schlecht für Impfen an sich. Also, und das rede ich von Masern, wir haben gerade von HPV geredet heute. Also das ist ganz wichtig. Also mir ist das ganz wichtig, und dass man halt nüchtern diese Problematik angeht. Und da fühle ich mich eigentlich zu Hause, weil ich versuche immer auf die Daten zu gucken. Ich glaube, unser Auftrag in der Wissenschaft ist, Daten zu generieren, Evidenz zu generieren und die dann zu bewerten und vielleicht dann auch noch zu erklären, so wie es dann möglich ist. Also da ist gar nichts Emotionales dran. Das Emotionale kommt aus, ich möchte jetzt gar nicht die Finger pointen, aber aus der medialen Aufarbeitung, also die Wissenschaft im Grunde genommen, und auch, ich möchte jetzt auch nicht, einzelne Wissenschaftler haben da vielleicht auch andere Motivationen oder haben sich halt in eine oder andere Richtung exponiert, wo es halt dann zu mehr emotionaler Debatte gekommen ist. Aber im Grunde genommen ist das doch eigentlich unsere Homebase. Wir generieren Daten, wir bewerten Daten, wir versuchen, die zu kommunizieren, und sachlich. Also da fühlt man sich eigentlich auch am wohlsten, weil da kann man sagen, so und so viele Probandinnen hatten die und die Nebenwirkungen oder so und so viele hatten so und so hohe Antikörpertiter. Das ist doch das, worauf man sich immer zurückbesinnen kann. Und das Problem ist, dass halt, das ist sicherlich also es ist etwas Tolles, was wir gehabt haben in dieser Pandemie, dass halt Daten sehr früh verfügbar gemacht wurden. Normalerweise ist es so, dass halt Daten generiert werden, es werden Studien gemacht, die werden publiziert in hochkarätigen Journals, und man hält die Daten sehr geheim, bis die dann in diesem hochkarätigen Journal publiziert sind. Jetzt hat man aber gesagt, wir können in der Pandemie nicht warten darauf, dass man 6 Monate Review-Prozess abwartet. Und insofern sind viele Daten entweder im Press-Release oder auf sogenannte Preprint-Server gesetzt worden. Das heißt, die sind noch nicht begutachtet und von Experten quasi auseinandergenommen. Ist das eine gute Studie gewesen? Sind die Daten valide oder haben die da irgendwas zusammengekippt? Und, aber diese Daten sind verfügbar für alle Welt, für den Bürger, für den Querdenker, für den Journalisten, den Investigativjournalisten, der seriösen Presse, der nicht seriösen Presse. Und dann bekommt, bevor die Wissenschaft das bewertet hat, ist es schon in der Tagesschau-App. Und dann morgens in der Tagesschau-App und abends wird es aus der Tagesschau-App wieder rausgenommen. Also die Kommunikation geht so schnell, und viel der Informationen kommen halt an ein Publikum, das es vielleicht nicht so richtig einordnen kann, bevor es halt wissenschaftlich bewertet worden ist. Und das hat natürlich auf der einen Seite die Chance, dass die Daten sofort verfügbar gemacht werden, aber dann halt auch missinterpretiert werden. Und das hat unheimlich zur Verunsicherung auch beigetragen. Und würden Sie sagen, das sollte man anders handhaben? Wäre Ihr Beruf einfacher, wenn es anders wäre, wenn man Daten zurückhalten würde, bis Sie sie praktisch interpretiert haben? Nein, es ist ja so ein bisschen wie Forschung aufhalten. Also das ist auch Fortschritt. Also es gibt immer zwei Seiten. Es gibt auch bei Fortschritt eine Seite, wo man halt was Gutes für die Gesundheit macht, aber man kann auch die gleiche Technologie für Waffen verwenden. Und hier ist es auch so, es ist wichtig, dass alle Leute die Daten möglichst frühzeitig zur Verfügung haben. Das war jetzt auch in der Pandemie wichtig. Aber wir müssen uns halt mit dem medialen Umgang damit nochmal beschäftigen in der Zukunft oder halt überlegen, brauchen wir vielleicht ein Gremium, das halt, das war ja auch eine sehr personalisierte Debatte, ne? Das war ja zum Teil dann verschiedene 2 Personen, die dann sehr im Fokus standen. Meinen Sie jetzt 2 Wissenschaftler? Ja, Wissenschaftler, ja. Genau. Also während halt in England zum Beispiel gibt es ein Gremium, das nennt sich SAGE, das ist ein Expertengremium, das ist anonym, die machen ihre Empfehlungen schriftlich. Und das haben wir ja auch als Wissenschaftler vorgeschlagen, dass halt in einer zukünftigen Krise man eine andere Art von Kommunikation haben muss, die irgendwie gebündelter dann ist. Und wenn das so ein Wissenschaftlergremium wäre, dann würden wir jetzt eben Sie alle nicht kennen. Sie wären dann nicht das vertraute Gesicht, die vertraute Stimme, weil Sie würden gar nicht als Persönlichkeit oder als Person in Erscheinung treten.
Also ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt gar nicht. Also man kann ja auch, also wir haben ja hier in Hamburg auch ein sehr enges Verhältnis gehabt, weil wir ja hier auch eigene Studien durchgeführt haben, über die darf man natürlich auch berichten und auch man darf auch, ja, aber ich glaube halt so dieses große, dieses Thema Politikberatung oder das ist ja sehr auf bestimmte Köpfe fokussiert worden. Und also das ist auch noch nicht jetzt zu Ende diskutiert, wie wir da vorgehen, aber es ist ja ein offener Brief geschrieben worden, gerade in der letzten Woche. Und da war das eine Empfehlung, dass man halt ein unabhängiges Gremium von mehreren Experten interdisziplinär, weil es ist ja auch, wir sagen die Wissenschaft, aber es gibt natürlich viele verschiedene Wissenschaften. Wenn wir jetzt Wissenschaft besprechen, dann sprechen wir von Virologinnen, Immunologinnen und Infektiologinnen und Biomedizinern. Aber im Grunde genommen ist ein gesellschaftliches Problem wie diese Pandemie, die braucht Rechtswissenschaften, die braucht Sozialwissenschaften, die braucht Kommunikationswissenschaften und verschiedene und wahrscheinlich auch Wirtschaftswissenschaften. Also weil das ein viel, viel globaleres Problem ist, was halt diese ganzen Maßnahmen und wie gehen wir damit um. Also wir haben sicherlich aus der Biomedizin jetzt halt kommuniziert über das Immunsystem, über das Virus und was wir so wissen, aber so wie diese Pandemie uns beeinflusst hat, das war ja auf viel einer viel breiteren Ebene und wahrscheinlich muss man das auch interdisziplinärer angehen. Ihr Kernthema ist ja die Ansteckung, die Ansteckungskrankheiten und jetzt reden wir sehr viel, aber auch, glaube ich, über Worte, die anstecken, Ideen, die anstecken und das geht ja in unserer aktuellen Situation ja eben praktisch, gibt es diese beiden Felder, es gibt das Virus, das ansteckend ist, es gibt diese Worte und Ideen, die ansteckend sind, die können in das eine oder das andere Lager führen. Wir haben es gehört in dem Text, da wurde gesagt, da gibt es hochinfektiöse Worte, die sich verkeimen oder es gibt den Kuss, also eine physische Intervention, die die Lippen zum Glühen bringt, die Wangen und den Kopf. Ich habe mir gedacht, dieser Kopf glüht ja weiter. Was passiert? Dieser Kopf ist angesteckt durch diesen Kuss. Bei dieser Form von Ansteckung, also da haben wir jetzt, glaube ich, die Verbindung des Physischen zur Idee. Wie verhält es sich damit, wenn Sie die Pandemie erklären soll, das Virus oder die Maßnahmen, die jetzt nötig sind oder nicht erklären sollen, dann geht es doch auch immer darum, dass sie nüchtern, mit vernünftigen Argumenten doch eigentlich auch anstecken wollen. Wenn sie anstecken im Sinne von begeistern oder, ja. Oder anstecken im Sinne von übertragen auch, ja. Natürlich. Wissen übertragen oder eine Einstellung. Ja, das kann man sicherlich auch so sehen. Also dass ein Teil des, also ich habe ja auch Vorträge gehalten, da bin ich halt dann am Ende, wie gesagt, das Thema begeistert mich und da bin ich auch sehr leidenschaftlich und das kann auch ansteckend sein. Also wenn man in der Richtung dann gestaltet. Das kann man sicherlich so sehen. Und ich muss auch sagen, dass gerade in der Wissenschaft natürlich diese Neugier und die Begeisterung über das etwas Neues entdecken, Pioniersarbeit, das ist auch ansteckend. Also mein Team und viele andere Wissenschaftler in der Welt haben, glaube ich, die anstrengende Zeit ihrer Karriere sicherlich in den letzten 2 Jahren auch gehabt, aber die Begeisterung und das Angestecktsein von diesem Neuen und wir können vielleicht einen Beitrag leisten, hat natürlich auch, war auch ansteckend. Feridun, bei Ihnen sind es nicht die Viren, aber es sind natürlich die Worte. Es sind die Ideen, die entzünden. Sind die Worte, die anstecken, die hochinfektiös sind. Es gilt, eine Geschichte aufzuschreiben. Es gilt, zunächst einmal sich zurückzuziehen, sich zu isolieren. Also diese Isolation, in die sich viele Menschen begeben haben, diese Isolation ist ja, ich möchte jetzt, sonst kommen nur schiefe Bilder zustande, jetzt nicht Kraut und Rüben zusammenschmeißen, aber zu meiner Arbeit gehört erstmal, bevor ich hinausgehe, ja, wie vielen Kolleginnen und Kollegen Rückzug,
und Isolation, nämlich Weltabgewandtheit. Die Welt ist da draußen und nur zwischendurch mal den Kühlschrank füllen und weiterarbeiten. Die Geschichte so anständig wie möglich zu Papier bringen. Das bedeutet, dass man eine Verhältnis für die Geschichte, verhältnismäßige Sprache, die richtigen Worte findet. Nur kurz zum Verständnis, die Geschichte, sagen Sie jetzt. Eine Geschichte, es könnte eine Kurzgeschichte. Die Sie vorgefunden haben in einem gärenden Umfeld. Zum Beispiel, oder es könnte ein Roman sein, es könnte eine Erzählung sein, es könnte eine Kurzgeschichte sein, es könnte eine Novelle sein, aber Geschichte lang, kurz, es muss jetzt nicht, also ich habe, wenn ich mich entschieden habe, eine Geschichte, wenn ich draußen war und dann will ich eine Geschichte schreiben, Menschen anonymisieren, selbstverständlich, und eine fiktionale Geschichte, dann muss ich überlegen, ob ich die richtigen, also Worte finde, die Anverwandlung. Erst dann, aber das ist jetzt, da könnte man lange sprechen, aber Sie haben mir gefragt von den Worten da draußen, was passiert, wenn ich da draußen bin? Von der Ansteckung, also das, wenn ich das richtig verstehe, sind Sie derjenige, der angesteckt wird durch das, was Sie draußen hören, durch die Geschichten, die Sie hören? Ich weiß jetzt nicht, also das Wort Ansteckung will ich jetzt nicht benutzen. Ich will Folgendes, ich glaube, es ist ja davon die Rede, in meinen Worten von Zugewandtheit. Also wenn die Menschen das Gefühl haben, also meinetwegen, sie kommen zu einer Lesung, wenn sie eher das Gefühl haben, das ist mir nicht selten passiert, dass meinetwegen ein Herr ist nach einer Lesung zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Zermoglu, oder er ist verunglückt bei der Aussprache meines Nachnamens, Herr Z., Sie haben mir den Abend verdorben. Mhm. Ja, weil seine Frau hat ihn mitgeschleppt und der Arme saß da und konnte, und jetzt kommt, mit der Geschichte gar nichts anfangen. Er saß da wie blöde und dachte, was will der Typ da vorne, was will der Mensch, was erzählt er für eine Geschichte? Die Geschichte sagt mir nicht zu, die Worte. Also das ist nicht meine Welt. Ich entdecke immer wieder, also jetzt... wenn ich jetzt mal von meiner Profession mal weggehe, ich entdecke viel Lärm und Lautheit in diesen 2 Jahren. Der Lärmpegel steigt, viel Lärm und Lautheit, etwas, was mich selber fliehen lässt. Ich mag Lärm und Lautheit nicht. Und ich entdecke, es heißt ja immer, einen falschen Zungenschlag. Ich entdecke, wenn ich Talkshows sehe oder wenn ich Menschen, ob im Fernsehen oder ob ich einen Artikel lese oder ob ich mit Menschen spreche, da nun ich für alles andere so, da ich eigentlich lebensuntauglich bin, nennen wir das Kind mal beim Namen, und das Schreiben für mich Hauptsache ist, die Geschichte, also Literaturbücher, hat sich eine gewisse Sensibilität entwickelt dafür, welche Worte sind falsch, wer macht sich wichtig, und jetzt kommt ein sehr schroffes Wort vielleicht, die Lüge. Wer lügt? Eine Lüge kann sein eine Halbwahrheit. Eine Lüge kann sein, oh Gott, ich muss jetzt, wenn ich mit der ganzen Wahrheit herausrücke, sorge ich bei Tausenden und Abertausenden ich sorge für eine Massenpanik. Deshalb komme ich nicht mit der ganzen Wahrheit, sondern Scheibchen für Scheibchen für Scheibchen, weil ich eigentlich dem Menschen was Gutes antue. Es kann auch es muss ja nicht unbedingt aus einer dunklen Absicht heraus geschehen. Ich muss ja kein böser Mensch sein. Was ich damit meine ist, man kann Worte, also heute ist ja nicht mehr von Worten die Rede, sondern von Informationen. Es ist davon die Rede von Fakten. Ich glaube, ich bin von der Fülle der Fakten irritiert. Wenn man mich fragte, also im Zusammenhang jetzt mit Corona, ich bin von der Fülle der Fakten irritiert. Ich ertappe mich, wie ich Dinge nachplappere, die ich gelesen habe, die mir einsichtig waren. Ich ertappe dabei, dass ich wirklich
keine Ahnung habe. Ich ertappe dabei, dass ich tatsächlich die große Sehnsucht habe, man soll mir doch bitte sagen, das ist richtig. Geh hin, hol dir den Stoff und sei gesund für die nächsten 2 Jahre. Verdammt nochmal, ich habe tatsächlich, naiv wie ich bin, gedacht, 2-mal impfen und ich bin durch. Und beide Male bin ich fast gestorben. Es war bei mir, also die Reaktion war sehr heftig. Ach so. Ich dachte, na toll, also ich hole mir die Impfung und sterbe fast. Aber es ging mir dann gut. Und was ist das für ein großartiges Gefühl gewesen, heraus aus der Isolation. Und jetzt muss ich schon wieder hin. Und es gibt Leute, die sagen, wahrscheinlich haben sie recht, Z, wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit. Sie müssen jedes Jahr sich impfen lassen dagegen. Das kommt auf Sie zu. So, und dann denke ich, Scheiße. Jedes Jahr sterben. Ja, und ich denke, Mensch, ich habe doch tatsächlich gedacht, gebt mir die beiden Impfungen. Okay, es ging mir jedes Mal nicht so gut, aber jetzt bin ich über dem Berg. Ich habe tatsächlich das gedacht. Jetzt muss ich die nächste Impfung holen. Und da habe ich ein bisschen Bammel, aber wird schon. Das wird schon. Drei Worte. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich bin auch der Meinung, dass nicht alles gut wird, aber vieles wird gut. Und ich glaube wirklich, ich höre zu und ich lausche den Menschen und ich bin unbedingt gewillt, ist mir egal, ob man mich da als Streber des Staates oder als staatsgläubig hinstellt. Ich bin unbedingt für den Impfstoff und ich bin unbedingt dafür. Dafür lebe ich einfach zu gerne und ich glaube, viele Leute leben sehr gerne, ein bisschen weiter zu leben und wäre ein bisschen schade, morgen den Löffel abzugeben. Das wäre nicht so toll. Sie haben ja jetzt eine Erfahrung beschrieben, die einfach sozusagen der Schriftsteller so von Haus aus macht. Die Isolation, der Rückzug, das mit sich die Welt ausmachen müssen, auch wollen. Als Voraussetzung, jetzt macht die ganze Gesellschaft oder hat lange Zeit in den Lockdowns diese Erfahrung gemacht. Ich meine, die Begegnung, die Körperlichkeit, die Berührung, das war alles ja sehr, sehr eingeschränkt. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die über Monate so etwas gar nicht erlebt haben, weil sie alleine leben. Kein Händedruck, in Österreich sagt man Bussi, keine Umarmung. Nichts. Ich habe mich manchmal gefragt, in Ihrem Text kommt es ja vor, dass der Dichter sagt, man muss nur aufpassen, dass man nicht die Seite wechselt und verrückt wird. Ne? Und dann da habe ich manchmal gedacht, schnappen wir alle über? Also ist diese, Sie haben es ja selber beschrieben, wie gereizt man schon hinhört, was da kommt. Aber natürlich, mit Verlaub, macht es was. Also natürlich, Nacht und Nebel sind gewissermaßen die Momente, wenn man es mit der Schriftstellerei ernst meint, da muss man Nacht und Nebel und also das aushalten. Das bedeutet, es hört nämlich, die Schriftstellerei hört nicht auf, wenn man sich schlafen legt. Nein, das sickert in die Träume ein. Das muss man aushalten. Gut, aber trotzdem will man doch, optimistisch sein, man will tatsächlich sagen, verdammt nochmal, man möchte nicht mehr diese gespenstischen Zeiten des ersten Lockdowns, das war ja furchtbar, erleben. Gut, na gut, ich komme mir auch ein bisschen blöd vor, wenn ich dann hier diese Wischbewegung mache oder dann, keine Ahnung, weil ich... Ach so, von ferne grüßen. Ja, ja, genau. Kontaktloses Grüßen. Ja, und dann winke ich wie blöde zu. Ich komme mir ja auch, also aus der Nähe, hallo, als würde ich in die Ferne winken. Das ist ja alles ein bisschen behämmert. Ja. Oder ich verbeuge mich, ja. Ich ertappe mich bei völlig bekloppten Grußsitten und die Gestik. Aber
ich sehe auch, nicht nur bei mir, sondern bei vielen, dass wir uns zusammenreißen müssen, weil es echt ein bisschen, das drückt schon aufs Gemüt. Es drückt aufs Gemüt. Und man möchte doch, ich weiß nicht, ich dachte auch, es ist jetzt bald vorbei. Ich habe wirklich daran geglaubt. Naiv, ich bin nicht nur jetzt die 2 Impfungen. Also ich glaube, es drückt aufs Gemüt, dass das eine lange Reise wird, dass das nächsten Herbst nicht verschwunden sein wird, dass es Kurven gibt. Schon wieder plappere ich nach. Was habe ich denn für eine Ahnung? Also hier noch ein Experte. Viele Menschen sind ja zu Experten geworden. Macht sich Millionen Experten. Ja, genau. Nein, das ist das. Also ich gebe wirklich wieder, was ich merke auch, ich bin plötzlich ein Echoraum. Also ich lese, es bleibt hängen, ich höre was, es arbeitet in meinem Kopf. Und Sie müssen sich ja vorstellen, genau, also man kann über Ideen reden, aber wenn man von Angst und redet, dann ist natürlich auch Folgendes, für solche Leute wie mich, Freischaffende, also ich muss sozusagen jeden Monat mein Geld erwirtschaften, bedeutete Corona, ich war weg vom Fenster. Es war finanzieller Ruin. Also ich weiß noch, wie das Telefon hörte nicht auf zu klingeln. Absage, Absage, Lesung abgesagt, Podiumsdiskussion abgesagt, dies abgesagt, Theater, ich schreibe auch Theaterstücke, Theateraufführung abgesagt, Tantiemen null, Honorare null, also von heute auf morgen. Das können Sie, also das finde ich auch ein bisschen schlimm, dass das jetzt hier auch gar nicht so plötzlich besprochen wird. Was haben die alles erzählt? Neustart, Neustart. Es wäre interessant hinzugucken, wer überhaupt davon profitiert hat. Solche Leute wie ich nicht. Wir Schreiberinnen und Schreiber sind, Entschuldigung, im Arsch. So, und jetzt kommt wieder die Welle. Das bedeutet, ich habe schon wieder, fängt wieder an, ein paar Absagen kassiert. Wie wird es mit den Theatern sein? Alle sind sozusagen im Moment, also wenn von Angst die Rede ist, dann ist das eine, es drückt aufs Gemüt, das andere ganz bei nüchterner Betrachtung, Ausfall, Ausfälle, 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 was kommt jetzt? Und dass man, sagen wir mal, zwischendurch sagt, mein Gott, das ist aber echt, läuft jetzt nicht besonders gut im Moment. Das liegt in der Natur der Sache, ja. Ich wollte jetzt gern diese Sekunde der Stille, weil das, was Feridun Çaymoğlu gerade gesagt hat, etwas ist, was ich ganz wichtig finde, auch in aller Deutlichkeit, auch in diesen Räumen hier zu sagen. Die Situation für freischaffende KünstlerInnen ist nicht nur prekär, das war sie wahrscheinlich immer, sondern sie ist wirklich desaströs. Und das ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass die erfolgreichen freischaffenden Künstler wie Feridun Çaymoğlu eben auch mit dieser Offenheit das aussprechen. Weil wir leben auch in einer Kultur, wo alle immer so tun, als wäre alles immer, nö, hab zu tun, ist gut, läuft. Ne? So sind die anderen, die. Ja, es wird so sein, dass nicht nur ich, sondern auch Kolleginnen und Kollegen, dass wir weiterkämpfen müssen. Dass wir heftig weiterkämpfen müssen. Und es gibt ja den hässlichen Begriff des Ladensterbens. Und ich habe in den letzten Monaten hat es angefangen. Das große Sterben der Ideen, der Bücher, also viele Kolleginnen und Kollegen haben sich erstmals von der Kultur verabschieden müssen. Ich kenne einige, die jetzt Hartz-IVler sind. Also es geht ratzfatz. Man schmiert so ab, bam, und das ist nicht irgendeine Idee oder eine Übertreibung. Es ist tatsächlich so, man könnte natürlich sagen, recht so, ihr Schweine, ihr wart, guckt euch doch das an. Aber wir hatten
sagen wir mal, du sagst es, wir hatten ja immer zu kämpfen und zu gucken und wie läuft es. Und wir haben vielleicht nicht darüber geredet, nur wir schmieren jetzt richtig ab. Das ist ja jetzt das zweite Jahr. Wie soll denn das weitergehen? Also der Staat verspricht viel, die Politiker versprechen viel. Aber gut, jetzt habe ich ein Impulsreferat gehalten. Es ist gerade an diesem heutigen Abend, finde ich, ja der richtige Moment, darauf nochmal hinzuweisen, denn wir befinden uns jetzt ja, wir haben ja auch gedacht, letzte Woche haben wir telefoniert und Sie beide haben gesagt, ja, findet das statt heute? Genau. Die Frage ist irgendwie berechtigt, ist irgendwie klar, wir gucken natürlich überall hin. Natürlich fragt man sich auch, unter welchen Bedingungen ist es denn zu verantworten, dass wir uns hier physisch versammeln? Wie toll. Genau. Gleichzeitig möchten wir uns natürlich wirklich sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie hier sind. Denn das ist das, was wir natürlich auch als Einrichtung hier und was die Kultur eben ausmacht. Natürlich lesen Sie bitte ganz, ganz viele Bücher, schauen Sie sich Filme an, hören Sie Musik. Aber natürlich ist Kunst und Kultur etwas, was immer auch einfach live vor Ort in Farbe und in 3D und mit echter Berührung stattfindet. Und insofern ist das toll, dass wir heute hier sind. Das waren ja tolle Abschlussworte. Findest du? Ja. Ich habe noch so viele Fragen. Blick auf vielleicht die kann ich da selber als Nicht-Künstlerin auch noch was zu sagen. Ich habe ja gerade davon geredet, dass wir sicherlich sehr kritisch gucken müssen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und natürlich muss man auch überlegen, was war eigentlich unsere Definition von systemrelevant. Und ich denke auch mal so als einen Ausblick, also gerade in Zeiten der Krise, gerade in Zeiten des Kollapses der Gesellschaft im Grunde genommen, ist im Grunde genommen Kultur und Kunst ja die Seele auch einer Gesellschaft. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal gucken, wie haben wir das eigentlich bewertet? Ne? Warum sind gewisse Sparten offen geblieben, während halt die Theater und die Balletts und was auch immer zugemacht haben? Also ich glaube, da muss, darf man auch nochmal kritisch hingucken. Ne? Also weil vielleicht ist halt die Nahrung für die Seele und Kultur ein ganz wichtiges Element, das auch zusammenhält, das, was jetzt gerade ja total auseinanderdriftet. Und das haben wir ja auch hier mit dem Kultursenator schon ein bisschen diskutiert. Da wurde ja relativ einfach schnell gesagt, Theater zu, das zu, Musik zu, aber vielleicht müssen wir auch da nochmal überlegen und halt genau das wertschätzen, was halt Ihre Arbeit auch ausmacht, dass das eine andere Bewertung bekommt. Also gerade in solchen Situationen. Und es erinnert mich ein bisschen an dieses Kinderbuch von Frederik, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, der, wo ja alle Mäuse sammeln Nüsse und ernten fleißig und er liegt da nur auf der Wiese und dann sagt er sammelt Farben und Sonne und Wärme und so. Und das sind doch die Sachen, die in der Krise halt, wenn man wirklich so angespannt ist und nichts anderes mehr sehen kann, halt auch vielleicht einen Impuls geben kann zu sagen, Mensch, wir müssen halt über diesen Morast jetzt mal steigen und die Perspektive wieder weiten. Das ist ein ganz wunderbarer Literaturtipp an Sie, ein Lesetipp, Frederik, das Buch Lio Lioni. Frederik sammelt ja all diese Sonnenstrahlen, er sammelt die Wärme, er sammelt die Farben, um im Winter, wenn die ganzen Mäuse dann keine Vorräte mehr haben, die Geschichten zu erzählen und dafür zu sorgen, dass die Wärme und in die Herzen der Mäuse kommt, damit sie diesen Winter, die Krise überleben. Tatsächlich ein Buch, das ich auch schon lange nicht mehr gelesen habe. Eigentlich müsste man direkt als Corona-Buchtipp, Lesetipp, neben all den Büchern von Feridun Çalmoglu, die Sie, verehrte Damen, verehrte Herren, liebe Menschen, draußen gibt es einen wunderbaren Tisch. Sie sind schon an ihm vorbeigegangen, als Sie hier reingekommen sind. Da liegt natürlich nur eine Auswahl des Werks von Feridun Çalmoglu, der, jetzt hätte ich fast Aufsatz gesagt, weil ich dieses Wort so mag. Der Text, den Feridun Çalmoglu gelesen hat, ist in diesem Buch drin. Das liegt auch zum Verkauf. Ich gehe durch das Deutschland meiner Tage. Das ist die erste Geschichte, sagen wir Geschichte. Genau. Wie sagen Sie dazu? Geschichte. Text, Geschichte, Aufsatz. der da drin enthalten ist. Wir haben gesagt, wir machen 90 Minuten. Die sind jetzt um. Es fällt mir schwer, das zu beenden, weil ich mich wahnsinnig freue und weil ich es wahnsinnig wichtig finde, miteinander zu sprechen. Und weil ich finde, dass auch Sie beide mit
diesen beiden Seiten, die da jetzt zu diesem Thema eingeflossen sind, zu Gehör gebracht wurden. So vieles haben anklingen lassen. Ein Anfang ist gemacht, genau. Und am liebsten würde ich sagen, und das meine ich jetzt wirklich so, es würde mich unglaublich interessieren, mit genau Ihnen beiden in einem halben Jahr, einem Jahr, hier zu sitzen und zu überlegen, weil ich bin drauf gekommen, beim Zuhören, was Sie gesagt haben, wir müssen so vieles aufarbeiten. Jetzt befinden wir uns so lange in der Krise schon, da kommt man ja nie zum Aufarbeiten. Also irgendwie hat man dieses Bedürfnis doch auch dieses Innehaltens, dieses Redens, dieses Überlegens, was war gut, was war vielleicht nicht so gut. Also nicht, dass ich jetzt diesen Abend kritisch beleuchten möchte, der war gut, aber einfach dieses Bedürfnis, so das fortzusetzen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Es wäre mir eine Ehre. Tito. Gut, ich würde sagen, wir haben eine Verabredung. Nochmal herzlichen Dank, liebe Marilyn Addo, dass Sie heute Abend hier sind. Es war mir eine, ich scheue mir mich eine zu Freude. Sagen, waren. Und dass Sie Freude das bei allem, was Sie sonst noch um- und antreibt und beschäftigt, heute Abend sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank auch an Sie, Feridun Çalmoglu. Herzlichen Dank. Es war mir eine Freude. Und danke nochmal an Sie. Vielleicht sprechen wir uns noch einen Moment. Wir sind noch ein bisschen hier, wie gesagt. Der Büchertisch ist da. Ach no, ich muss noch zwei wichtige Dinge sagen an das Saalpublikum. Sie befinden sich, wie Sie wissen, in der Freien Akademie der Künste immer auch in einem Ausstellungsraum. Diese Ausstellung, die gerade hier aktuell zu sehen ist, ist von unserem Mitglied, der Künstlerin Annette Streil. Nehmen Sie sich vielleicht auch da die Zeit, das nochmal durch diese wunderbare, schöne Ausstellung zu gehen. Das andere, was ich Ihnen sagen möchte, die 9-Monats-Programme sind da. Hoffen wir alle, dass wir uns auch im Dezember wieder hier versammeln dürfen, können, wollen. Die Programme liegen auf den Sitzen, sind heute gekommen. Nehmen Sie es alle mit. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und das Dritte, was ich noch sagen möchte, wir haben einen famosen Freundeskreis. Das sind Menschen, die von uns sehr geliebt werden. Das ist schon mal ein guter Grund, da vielleicht Mitglied zu werden. Dieser Freundeskreis macht selber ein Programm, trifft sich regelmäßig und für den Beitrag, ich glaube, es sind 100 Euro im Jahr, kann man alle Veranstaltungen hier umsonst besuchen. Ja, damit habe ich jetzt Werbung gemacht für den Freundeskreis. Ich hoffe natürlich auch da, dass wir so mit diesen Veranstaltungen, die wir von langer Hand planen und mit viel, ich darf sagen, Liebe und Zuwendung planen, dass wir die auch alle durchführen können. Herzlichen Dank an Sie und einen schönen Abend. Das kann ich wieder. Ja.